Die Operation Adalas erschüttert jetzt auch den alpinen Skisport. Wie der österreichische Skiverband ÖSV am Montag bestätigte, ist der frühere Super-G-Weltmeister Hannes Reichelt im Zuge der Ermittlungen gegen den früheren Langläufer Johannes Dörr auch befragt worden. Reichelt wies in der Kronenzeitung Mutmaßungen zurück, gedopt zu haben. "Ich weiß nicht, wo das alles herkommt. Ich weiß nur, dass ich nichts getan habe", sagte er. Als die Ermittler des Bundeskriminalamtes am vergangenen Freitagmorgen vor seiner Tür gestanden hätten, habe ihn fast der Schlag getroffen. Anschließend sei er über mehrere Stunden in Innsbruck vernommen worden. Bildergalerie: Die größten Doping-Skandale. 32 Bilder. Reichelt beteuert Unschuld. Laut Krone soll es dabei nicht wie bei Dörr und mehreren anderen Athleten aus verschiedenen Sportarten um Blutdoping, sondern um die Einnahme unerlaubter Medikamente gegangen sein. Nie nahm ich irgendwelche verbotenen Substanzen ein", sagte Reichelt 38 dazu. "Ganz im Gegenteil, ich habe sogar immer jedes Hustenzuckerl überprüft." Die Verbindung zu Reichelt ist offenbar über den vergangene Woche verhafteten früheren Langlauftrainer Gerald H. zustande gekommen, mit dem der Abfahrer zur Schule gegangen ist. Der Coach schrieb laut Reichelt seit 2005 seine Trainingspläne, aber er hat mir nie angeboten, irgendetwas Illegales zu machen. Der ZN gratis testen und Sporthighlights live. Der Salzburger sei mehrmals im Jahr getestet worden. "Es ist für mich absolut unvorstellbar, dass Hannes etwas Verbotenes genommen hat", sagte Cheftrainer Andreas Poelacher der Krone. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga reif, Sorgen wegen Werner Poker. Fußball, Bundesliga: Ferguson zollt Bayern Respekt dient. Fußball, Premier League: City Boss attackiert Spanier. Fußball, international schickt PSG Tuchel Rivalen weg. Fußball, Bundesliga: Hacking appelliert an Trainer. Im Rahmen der im Februar bei der nordischen Ski-WM in Seefeld gestarteten Operation Adalas wurden bisher Namen von 15 Sportlern aus 7 Nationen genannt. Insgesamt sollen 21 Sportler verwickelt sein, aus dem Radsport, Langlauf, Biathlon, Eisschnelllauf und der Leichtathletik. Let's block it's why.